So, Sefre Leute und hallo zurück zum Park. Ich würde sagen, wir betreten jetzt heute mal den Waldkönig. Und ja, schauen wir mal, was zu saufen gibt. Willkommen, Templer. Habt ihr die Bestie gesehen? Ist sie in der Nähe? Nein, haben wir nicht. Obgleich wir Ausschau halten. Ihr seid verrückt. Seid froh, dass ihr hier in Sicherheit seid. Wir können gut auf uns selbst aufpassen. Eure Schwerter sind nutzlos. Nur der Glaube kann uns retten. Die Bestie ermordet jeden, dessen sie ansichtig wird. Die Inquisition ist eure einzige Erlösung. Ihr meint Gott. Gott ist unsere Erlösung. Keine Sorge, wir kümmern uns um die Bestie. Das hat der andere Templer auch gesagt. Er ist nie zurückgekommen. Welcher Templer? Die Bestie! Oh mein Gott! Was ist geschehen? Sie hat meinen Meister getötet! Wo? Bei der Hütte! Helft bitte! Olan, gehen wir! Möge der Herr den Rittern vergeben und ihre Seelen aufnehmen. Der Typ ist hundertprozentig ein Ablasshändler. Herr, sei ihren Seelen gnädig. Er wurde von einer großen Waffe gefällt. Eine Schande. Er war tapfer. Was für eine Kreatur ist zu so etwas in der Lage? Suchen wir nach Hinweisen. So Leute, jetzt schauen wir mal, wie wir uns umziehen können. Ja, das ist cool. Das hört sich doch schön Was an. In Gottes Namen war das? Etwas Großes, etwas Wütendes. Das schreit wieder. Da drüben, jemand ist in Bedrängnis. Wir haben keine Zeit für derlei Ablenkungen. Gut. Templer stehen den Hilflosen zur Seite, wisst ihr doch? Der Sieg wird unser sein. Ihr glaubt also immer noch, dass die Inquisition im Recht ist? Ihr müsst uns nicht danken, Vater. Hübsche Hunde. Wer hat sie auf euch angesetzt? Ich weiß es nicht. Ich muss gehen. Ihr seid jetzt sicher. Wovor lauft ihr davon? In der Abtei hat sich vieles verändert. Die Schreie aus der Krypta. Mir graut vor ihnen. Es fehlen auch einige Bücher. Großartig. Bücher? Was für Bücher? Alle Pergamente über das Heilige Land sind fort. Ich habe das letzte gestohlen. Gestohlen? Ich wollte es bewahren. Es war Sünde, ich weiß. Ich habe es in der Truhe versteckt. Bitte nehmt es. Werte Mitbrüder, hört mein Flehen in dieser So, ihr habt es ja anhalten können. Ich würde sagen, wir sind ein bisschen verletzt von den Hunden. So, füllen wir unsere Nahrung auf. Dann würde ich sagen, verfolgen der Bestie weiter. Hey cool, jetzt bin ich der Roland, das haben wir noch gar nicht gewusst. Ich bin lieber der Held, wenn so viel ist. Und ja, mal sehen, wie es weitergeht. Hört ihr das? Ich höre gar nichts. Eben, es ist viel zu ruhig. No joke dort. Das muss der Bau der Bestie sein. Ja, no shit. Denkt ihr, sie kommt zurück? Unbedingt. Wir legen hier einen Hinterhalt für sie. Ja, no shit, Sherlock, dass hier das Bestien wohnt. Würde hier eine Bestie wohnen? Das ist ein Riese! No shit, Sherlock, Jonah.
Da oben ist auch einer. Ein hübscher Kerl. Wie erledigen wir ihn? Bringt ihn zu Fall! Schmettert ihn nieder! Scheiß Hund, geh jetzt endlich weg. Die berühmte Bestie. Tot wie ein Stein. Das ist ein Mensch, Roland. Seht doch. Die schlimmsten Bestien sind immer Menschen. Was ist? Ach, nichts passiert. So, Leute, die Bestie ist gefallen. Was machen wir als nächstes? Bestien drumpeln und was natürlich sonst. Und wir spielen jetzt ein bisschen die Runde des Orlans. Ich bin jetzt noch ein bisschen die Astronaut weiter. Kann man denn das suchen? Will ich sagen, laufen wir hin. Dieser Mann, den wir gesehen haben, der sich um die Bestie gekümmert hat, er arbeitet für jemanden. Jemanden, der noch übler ist als die Bestie. Mag sein. Suchen wir einen Zugang zur Abtei. Ergreift ihn! Wer soll ergriffen werden? Wer, Leute? Kommt nur her. Er hat's gegen zwei Templer zu kämpfen. Na gut, die Frage hätte ich mir sparen müssen. Tötet sie! Lasst einen am Leben. Ich versuch's. Das erste ist der am meisten nervt. Und zack, tot. Wir hätten wirklich einen lebend gebraucht. Ich habe mich hinreißen lassen. Verzeihung. Seht euch im Lager um. Vielleicht gibt es dort Hinweise. Wir wählen, ob der lebt oder stirbt. Erst einmal essen. Ich brauche was mit Roller und Essen. Und den nächsten Gesundheitsbalken willst du. Spuren. Sie führen zum Wald. Wir sollten ihnen folgen.
Dann finde ich schon. Und Leute, ich glaube, das war... Ich habe noch 5 Minuten. Wieder eine Eule. Diesmal klang es aber echt. Ja, wir haben es ihnen gezeigt. Und jetzt sind sie still. Aha. Wir haben noch 5 Minuten. In der Taverne haben sie einen Templer erwähnt. Wir haben nichts gesehen, was auf ihn hindeutet. Das gefällt mir nicht. Kriegshunde. Wie die, denen wir schon begegnet sind. Sie wurden getötet. Möglicherweise durch den Templer, von dem wir gehört haben. Hört ihr? Unten sind noch mehr Hunde. Christichen, ich weiß, dass du hier bist. Christi. Was haben wir hier? Ihr habt 500 EP gefunden. Leute, das schreit eigentlich nach Ausrüsten. Oh, 3300. Mal sehen, was wir uns da jetzt zulegen. Gegenangriff und wir lernen auch noch Synchronschlag mit ihm. Mit jetzt lassen wir schnell kurz zu meinem Ausgreifen. Mit Selien lernen wir außerdem noch Filthy. Vorstoß, würde ich sagen. Schaut doch gut aus. Ich glaube, so können wir uns auf die stellen. Aber ich wette mit euch, wir treffen den mit der Augenklappe noch wo. So, wir kommen hier rein. Schauen wir jetzt weiter. So geht's nicht weiter. Wir kommen so rein. Das ist nett. Hier geht's auch nicht weiter. Hier geht's jetzt weiter. Ich habe mich zum ersten Mal in dem Spiel verlaufen. Hier sind da keine Fußspuren oder sowas, ne? Wie hier sind wir doch durchgegangen. Hier die Burg. Tja Leute, mit der Verpeiltheit tue ich die Folge von heute beenden. Unsere beiden Helden, Cecile, glaube ich, und Roland, begegnen wir im nächsten Part wieder.